Die 8. internationale offene deutsche Meisterschaft für Frauen- und Männerpaare wird Ihnen präsentiert von Sushi und Wein, Ihr Sushi-Restaurant in Dresden und Radebeul. In Radebeul ist vor kurzem die 8. internationale offene deutsche Meisterschaft für Frauen- und Männerpaare ausgetragen worden. Tanzbegeisterte Paare aus ganz Deutschland, Norwegen, Frankreich und weiteren europäischen Ländern hatten sich für das Turnier angemeldet, das erstmals in den neuen Bundesländern stattfand. Ausrichter des Turniers waren der Dresdner Tanzsportclub Residenz Dresden e.V. in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Verband für Equality-Tanzsport. Eröffnet wurde der Wettkampf durch die kleinsten Tanzschüler, bevor es in die Wertungsrunden der Tänzer ging. In verschiedenen Altersgruppen zeigten die Paare jeweils Standard- und lateinamerikanische Tänze. Die Herren begannen im Standardtanz mit einem Tango. Die Frauen starteten mit den lateinamerikanischen Tänzen, da durfte natürlich der Jive nicht fehlen. Aus Dresden standen bei den Frauen unter anderem Beate Fricke und Anja Schulze auf dem Parkett. Naja, also wir tanzen jetzt in der A-Klasse und eigentlich haben wir uns nur vorgenommen, Spaß zu haben und ja, gut zu tanzen. Und ein Medaillenplatz wäre schön. Okay, ein Medaillenplatz wäre schön. Komm, kannst du schon sagen, ja. Ja. Aus der lateinamerikanischen Disziplin folgte ein Cha-Cha-Cha der Herren. Thank you.
Wie bei den Frauen war auch bei den Herren ein Dresdner Tanzpaar vertreten. Hier geht es gar nicht um irgendwelche Chancen oder Podest. Hier geht es einfach rein nur ums Tanzen. Und einfach mit einem Herrn mal zusammen zu tanzen, das ist eigentlich einige Kategorien höher, weil wir dort ständig auch wechseln. Man muss also den Damenpart ständig beherrschen und auch den Herrenpart. Und es geht dort wirklich nie darum, ob schwul oder lesbisch, sondern es geht rein nur ums Tanzen. Ich tanze unwahrscheinlich gern, da ist mir das vollkommen egal, ob da ein Herr steht oder eine Dame steht und Punkt aus. Er hatte mich angefragt, ob wir zusammen die Equality tanzen und das war vor 9 Wochen und da haben wir uns ganz kurz entschieden, ein Probetraining zu machen und das klappte ganz gut. Haben dort 10 Choreografien schnell zusammengestellt und sind jetzt hier zur Deutschen Meisterschaft. Für die Frauen folgte dann noch der Standard-Tanz-Quickstep. Nach weiteren Tänzen standen dann die Sieger fest. Dabei freuten sich auch die beiden Dresdner Paare über Podestplätze. In der lateinamerikanischen Disziplin belegten Beate Fricke und Anja Schulze aus Dresden den 2. Platz. Roberto Weigel und Sebastian Berndt wurden 3. Freude gab es auch bei den Veranstaltern, die trotz des Erfolges der diesjährigen Meisterschaft auf der Suche nach Tanznachwuchs sind. Also bei uns sieht es nicht anders aus als im etablierten Mann-Frau-Tanzsport. Die Zahlen sind leider im Moment nicht ganz so rosig, könnte etwas besser sein. Aber wir sind ganz sehr zufrieden mit den Starterzahlen dieses Jahr hier in dem schönen Dresden, wirklich. Die 8. internationale offene deutsche Meisterschaft für Frauen- und Männerpaare wurde Ihnen präsentiert von Sushi und Wein, Ihr Sushi-Restaurant in Dresden und Radebeul.